Er rettet seinen Partner. Er kämpft mit seinen Kräften. Die Kälte ist sein größter Feind. Absolut extremste Unterkühlung, also weiter geht's einfach nicht mehr. Und trotzdem behält er seinen Galgenhumor. Ich finde es immer gut, wenn man eine Ausbildung hat, die wirklich so ist, dass man sagt, ich komme in eine extreme Situation und die ist wirklich beschissen. Sein Traum? Irgendwann mal große Expeditionen in fremde Länder leiten. Doch das Training, das dafür nötig ist, ist nichts für schwache Nerven. Angst vor Hunger, Kälte oder Höhe sind fehl am Platz. Wir treffen Heiko Gärtner und Tobias Krüger bei einer Kanutour. Doch für Tobi soll dieser Ausflug zu einem zweitägigen Extremtrip werden. Der 26-Jährige hat Kulturpädagogik studiert, will aber jetzt Expeditionsleiter werden. Dafür macht er eine Ausbildung zum Wildnislehrer. Und das bei Deutschlands härtestem Survival-Experten, dem 33-Jährigen Heiko Gärtner. Also den Schritt, den er eben heute gerade durchläuft, das ist dafür, dass er Expeditionen auf der ganzen Welt leiten kann. Es ist immer so, dass wenn du der Expeditionsleiter bist, dass du aus jeder Situation mit Kreativität immer wieder einen Weg rausfinden kannst. Und genau darum geht es jetzt in diesem Schritt. Der Lehrer bereitet sich auf den Worst Case vor. Denn im Gegensatz zu seinem Schüler weiß er, was gleich auf die beiden zukommt. Doch auch Tobi ahnt, dass das kein Zuckerschlecken für ihn wird. Dieses Abenteuer selber, also dass es mich total antickt, Sachen auszuprobieren, die erstmal, wo man denkt, so, oh, das kann gar nicht klappen. Und das ist was ich eigentlich schon immer total gerne mache. Und schon beginnt das Worst-Case-Szenario. Tobi hat immer sein großes Ziel vor Augen. Mit dem erlernten Wissen, weltweite Expeditionen anzuführen. Doch plötzlich lässt Heiko das Kanu absichtlich kentern. Ein untrainierter Mensch würde bei den eisigen Temperaturen sofort einen Kreislaufkollaps erleiden. Der Azubi hat keine Zeit nachzudenken. Er muss sich um seinen Ausbilder kümmern. Denn der mimt jetzt eine Fußverletzung. Tobi muss reagieren. Das Wasser hat knapp über 8 Grad Celsius. Bei 10 Grad Außentemperatur kühlt der Körper blitzschnell aus. Der verletzte Ausbilder kann nichts tun. Es ist Tobis Aufgabe, ein Feuer zu machen, um die lebenswichtigen Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Der Schüler hat mit seinem Funkenschläger schon unzählige Male Feuer gemacht. Doch jetzt versetzen ihn die klirrende Kälte und der drängelnde Lehrer in eine enorme Stresssituation. Sobald das Feuer die zwei wieder wärmt, muss auch noch Heikos Bein geschient werden. Der Experte spielt den Schmerz täuschend echt. Das erhöht den Druck. Je mehr Adrenalin fließt, also desto reeller ist die Situation auch. Weil wir gehen ganz oft sehr ungern über die Grenze, jemandem weh zu tun. Und es ist aber in dem Fall komplett nötig. Wenn eine Arterie oder eine Vene aufgerissen ist, dann veröde die mit einem heißen Messer. Wenn da ein Bruch ist, richte den ein, egal wie sehr der schreit, ob der ohnmächtig wird oder sonst irgendwas. Du musst den, also es gibt sonst keine Hilfe für ihn. Also musst du handeln. Die erste Challenge hat Tobi damit bestanden. Doch schon folgt die nächste Herausforderung, die Kraftprobe. Die zwei müssen sich ein Schlafquartier suchen. Heiko hat dafür eine Wanderstrecke von ca. 6 Kilometern in den nächsten Wald vorgesehen. Doch mit dem Verletzten geht es nur Huckepack weiter. Tobi sucht jetzt das Ufer ab, um vielleicht noch etwas von seiner beim Kentern verlorenen Ausrüstung zu retten. Heiko hat hier absichtlich einen wasserfesten Sack befestigt, damit der Azubi ihn finden kann. Das ist eine durchaus realistische Situation, denn bei solchen Unfällen während Expeditionen lassen sich meistens ca. 2/3 des Gepäcks wiederfinden. In dem Sack befindet sich ein langes Seil, aus dem Tobi sich eine Tragekonstruktion baut, um den Verletzten besser auf dem Rücken transportieren zu können. Dazu legt er das Seil in großen Schlingen über den Nacken und verknotet die Enden fest. Jetzt kann Heiko mit seinen Beinen in die Schlaufen steigen und sein Gewicht verteilt sich besser. Schnell wird klar, dass die Last von 75 Kilogramm den hageren Tobi an den Rand seiner Kräfte bringt.
Er könnte diese Extremsituation jederzeit abbrechen, aber aufgeben ist für ihn keine Alternative. Doch wie motiviert er sich in dieser Lage? Momentan habe ich keine Ahnung. Also eigentlich so auf die nächsten Schritte konzentrieren. Also immer so kurze Etappenziele suchen, wie diesen Weg jetzt hier gerade. Nur noch kurz übers Feld, das schaffen wir noch. Und dann halt gucken, jetzt halt nur kurz bis zu dem Haus. Und so halt immer ganz kleine Schritte. Noch vor Einbruch der Dunkelheit müssen beide an ihrem Schlafplatz ankommen. Der Azubi muss sich darauf konzentrieren, dass ihn die Schmerzen und die schwindende Kraft nicht zusammenbrechen lassen. Heiko gestattet ihm eine Pause. Ist so zwiespältig immer zwischen diesem, okay, was soll das? Und dann aber auch irgendwie dieses, nee, ich will es jetzt aber auch wissen. Doch auf den nächsten Metern will sein Körper einfach nicht mehr mitmachen. Er taumelt. Bevor die zwei stürzen, bricht Heiko ab. Das bedeutet aber nicht, dass es für den Azubi jetzt leichter wird. Denn statt mit seinem Lehrer auf dem Rücken, muss er jetzt ohne Schuhe und Pullover weitergehen. Bei 8 Grad Celsius wird nun die Kälte sein Gegner. Der Ausbilder überspitzt die Situation. Nur so ist Tobi später für jeglichen Einsatz gerüstet. Damit beide etwas zu essen bekommen, sammeln sie Giersch, ein Wildgemüse, das oft am Wegrand wächst. Es enthält etwas Flüssigkeit, die den Mund wieder anfeuchtet. Unsere Vorfahren wussten genau, welche Pflanze essbar ist. Doch über die Jahrtausende ist uns dieses Wissen abhanden gekommen. Heute müssen wir die essbaren Pflanzen mühsam in Sachbüchern nachschlagen. Die Rinde einer Birke wird später genutzt, um Feuer zu machen. Birkenrinde haben einmal diese ganz papierartige Rinde, die sich so leicht abschält. Und da ist ein ätherisches Öl drin, was unglaublich leicht brennt. Und was vor allem, auch wenn es anbrennt, nicht wieder ausgeht. Durch das Sammeln der lebensnotwendigen Dinge hat das Team viel Zeit verloren. Sie müssen ihren Schlafplatz noch vor der Dunkelheit erreichen. Doch der Weg führt über ungeschütztes Gelände. Der Wind kühlt die Temperatur auf 5 Grad ab. Doch der Schüler hält eisern durch. Also es geht schon noch. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich vorm Aufgeben bin oder so. Es ist halt die Kälte hauptsächlich. Boah, jetzt echt noch mal ordentlich. Nach einigen Stunden hat er nur noch eine Körperkerntemperatur von 32 Grad Celsius. Ja, bei 32 Grad, wenn man jetzt Mediziner fragen würde, also ganz normale Ärzte, die würden dich jetzt sofort ins Krankenhaus bringen, würden dich hinlegen. Absolut extremste Unterkühlung, also weiter geht's einfach nicht mehr. Der Schüler hat schon viele dieser Ausbildungsschritte absolviert und ist dadurch an die Kälte gewöhnt. Nur deshalb kann er sich überhaupt noch aufrecht halten. Doch durch die ungeheure Belastung sind Tobis Sinne eingeschränkt. Er kann sich nicht mehr orientieren, findet den Weg nicht. So haben beide inzwischen statt der geplanten 6 Kilometer stattliche 14 zurückgelegt. Viel zu spät kommen sie im Wald an. Die letzte Herausforderung ist es jetzt, ein Nachtlager aufzuschlagen. Dazu suchen sie sich eine Bergsenke unter dichten Baumkronen aus. Diese Stelle ist besonders geschützt. Es bleibt keine Zeit mehr, einen großen Unterschlupf zu bauen. Also muss ein sogenanntes Feuerbett reichen. Dazu werden zwei Linien von Gras und Geäst befreit. Hier soll gleich das Feuer brennen. Motiviert durch die eisige Kälte will Tobi es möglichst schnell entzünden. Mit dem Feuerstahl klappt es zum Glück auf Anhieb. Durch die unterschiedlichen Materialien brennt es im Nu. Neben der ersten Feuerlinie entsteht die Waldmatratze. Eng aneinander gesteckte Fichtenzweige sorgen für etwas Polsterung und halten die Bodenfeuchtigkeit ab. Tobi ist heute 8 Stunden lang gelaufen. Fast 10 Kilometer ohne Schuhe und Pullover. Insgesamt bin ich schon auf jeden Fall zufrieden. Und ich fand, es war ein spannender Tag auf jeden Fall. Und jetzt gerade mit Feuer und wenn auch kleiner Mahlzeit, aber Mahlzeit ist schon wieder so, man vergisst es total, dass es irgendwie so schmerzhaft oder so hart auch war zwischendurch. Zum Schlafen darf er sich seinen Pullover wieder umlegen. Doch gemütlich wird diese Nacht wohl nicht werden.